So Leute, ich weiß, ihr habt darauf gewartet und wir füttern jetzt gemeinsam meine Winkelspinne. Wie ihr sehen könnt, ist die Winkelspinne schon bereit, denn sie lauert. Wir setzen einfach mal eine Grille ein und gucken, was passiert. Winkelspinnen spüren schon durch kleinste Vibrationen, wo sich die Beute im Netz befindet. Im letzten Moment schafft es die Grille der Spinne auszuweichen. Die Grille flüchtet um ihr Leben und die Flucht gelingt fürs Erste. Denn die Winkelspinne gibt auf. Dieses Mal sieht die Winkelspinne nicht kommen. Die Grille versucht mit aller Kraft zu entkommen, aber die Winkelspinne hat die Grille fixiert und will sie natürlich nicht entkommen lassen. Hier seht ihr nochmal, wie schnell die Winkelspinne eigentlich ist. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch so schnell bewegen und dabei gleichzeitig nachdenken. Die Winkelspinne hat es geschafft, die Grille zu beißen und initiiert ihr jetzt das Gift. Leider ist die Grille jetzt verloren und die Winkelspinne hat gewonnen. Die Grille wird sich jetzt von innen auflösen zu einem flüssigen Brei und die Winkelspinne wird ihren Milkshake genießen. Genießt euren Samstag.